jetzt geht's weiter mit Hogwarts Legacy und wir fangen jetzt an, erstmal einen für mich etwas weiterbringenden Zauber zu lernen, nämlich den Zauber. Warte mal, das ist irgendwas, oder? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht gefunden. Nehmen wir die 31 Galio noch eben schnell mit. Entschuldigung. So, also, wir quatschen jetzt mit Gladwin Moon, weil ich gerne den Zauber Alohomora lernen möchte, weil ich gehe zu Gladwin Moon. So, wie gesagt, ich bin mir. Ach so, warte mal. Hä? 4, 1. Warte mal, was ist denn das? Ah, verstehe. Die Zahl drehen. Warte mal, warte. Du bist die 2. Und du bist das X, die 4. Ist jetzt irgendwas draufgegangen? Deswegen ist auch die 2, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ist jetzt irgendwas draufgegangen hier, was ich nicht gesehen habe? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Was soll die so mit mir gemacht werden, was? So. So, du bist das Dreieck. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Dreieck ist die 3. Nee. Die 1. Also 3 wahrscheinlich, ne? So, löse die Geheimnisse von Hogwarts. Was haben wir jetzt dafür gekriegt? Sorry, dass ich jetzt gerade eigentlich wollte ich was anderes machen, aber wir gucken mal da gerade durch. Und damit kommen wir wahrscheinlich, lass ich raten, damit kommen wir wahrscheinlich an die Truhe. Oh, Botanikblattbronze. Okay, das ist ein Zauberstabgriff. Eine Mondkalbstatue für das. Okay. Why not? Wie gesagt, es war eigentlich jetzt mehr oder weniger nur mal kurz eine Aufgabe. Kann es denn Kretzel? Gut, cool. Cool, cool.
Ja, es ist, oh, wie alt Dr. Hof? Okay, Flurflamme. Man muss zwischendurch einfach auch mal seine Augen ein bisschen aufhalten und einfach mal gucken. Da kann durchaus mal irgendwas noch so zwischendurch passieren. Warte mal, hier müssen wir durch, ne? Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Gareth Weasley? Warte mal, Weasley? Du bist wahrscheinlich einer der Söhne, ne? Warte mal, ich löse mir mal gerade die. Mal gucken, was der überhaupt will. Du hast mich gerufen, Gareth? Willst du nicht die Sache mit der Fupa-Feder im Zaubertränkeunterricht wieder gut machen? Ich habe eine Idee für ein Getränk auf der Basis von zischenden Whiskys. Aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei. Und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Das klingt irgendwie falsch. Ich weiß nicht, Gareth. Ein Geheimgang in einen Keller? Klingt ziemlich verboten. Nicht doch. Das ist ein ganz legaler Geheimgang. Ich würde ihn ja selbst benutzen. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Kann das nicht jemand kaufen? Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Ist das nicht Diebstahl? Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Versuch was. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ja, aber nicht jetzt. Descendium für Süßes. Ich muss die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellt. Ich möchte aber jetzt erstmal gerne eigentlich die Aufgabe machen mit dem... Mit dem mundbesessenen Hausmeister. Ich habe gesehen, wie du den Troll im Dorf bekämpft hast. Du warst umgeben. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Aber nicht jetzt. Hier dürfte also auch wieder ein Ding sein, ein Schlüssel sein. Eigentlich dürfte hier auch im Besen sein, weil da unten ist nämlich der Schrank. Halbbusseite. Ich mache schon wieder andere Dinge, als ich hänge. Da. Ich mache schon wieder viel zu viele andere Sachen, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Warte, da ist wieder eine Akio-Seite. Wo ist die Seite? Wo ist die Seite?
Warte mal, der Schrank ist da oben. Hier ist wieder ein Rätsel. Dinge. Ja, ich hab... Das ist doch total toll, wenn man schon wieder Dinge erfährt. Wenn man schon wieder Dinge kriegt. Hinkriegt. Hab dich. Heute eine weitere Hausmarke. So, und hier ist auch ein kleines Bilderrätsel. Aber wo ist denn... Ich frage, wo ist das zweite? Ist das nur das eine? Nee, es ist mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Sag, da unten ist noch eins. So. Ja, schön. Du bist das eine Kreuz-Dings, ne? Ja. So, 4 und H. 0, 1, 2, 4 und 2 sind 6. Du musst eigentlich 0. Das muss eigentlich sehr komische. Das Ding ist das. Das ist ja 0. Aber 4 und 2 sind ja 6. So, ich muss jetzt sogar gucken. Jetzt bin ich wieder. Ich mach schon wieder Dinge, die ich nicht machen will. Das habe ich natürlich nicht gemerkt. Das habe ich wieder nicht gemerkt. 5 und 1, also Doppelding muss 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamander, oder? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Salamander müsste eigentlich unten jetzt rauskommen. Salamander müsste unten rauskommen. Hä? Hä? Warte mal. Bist du? Wie ist blöd? Warte mal. 4 und das sind ja 0. 0, 1, 2, 3. Ja, nicht jetzt. Ach, nicht 6, nicht 6, sondern 5. Sprich, die komische Spinne. Keine Denkfehler. Komische Spinne muss rauskommen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das muss rauskommen. Und jetzt müsste eigentlich... Jetzt müsste eigentlich die Tür oben aufgehen. Tut mir leid, dass ich gerade andere Dinge mache, als ich eigentlich wollte. Ich wollte mit dem Hausmeister quatschen. Tada. Keramikmaske. So, haben wir alles schon? Ja, ne? Supi. Gut. Dann quatschen wir mal, was der Hausmeister so will. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Das habe ich leider nicht mit drin. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass sie da war. Eigentlich hatte ich gehofft, sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Welche? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt.
Sind das nicht diese Demigeist-Statuen? Ja, ne? Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah nicht gegenüber Weltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeis. Ein Demigeis? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeis. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Protego! Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich mit ihren Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Okay. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. So, und jetzt lernen wir Allohomora. Neuen Zauber freigeschaltet. Interagiere mit einem Schloss. Allohomora. Okay. Nutze also der, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Mm-hmm.
Ein bisschen geschickt, aber es funktioniert. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Klar. So, Desillusionierungszauber. Dann machen wir erstmal den hier raus. Die Rebellion führt für den Ort, an dem sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, natürlich was sie erlaubt zu spät und unentdeckt zu bleiben. Klar. Rebellion. So, das nehmen wir mit. Nicht jetzt, du gehst auch gleich noch dahin. Schuluniform mit Tattersall, Karohemd und Krawatte. Dinge, die Welt nicht braucht. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhang. Nun ja, es ist ja früh. Vielleicht bessern Sie sich. Das sagst du jedes Jahr, Mathilda. Buchnummer seit Nummer 7, das war zu einlockend. Zu einladend. Schüler ist. Ist es nicht. Krankenflüge, cool. Nun. Buch Nummer 8. Da ist die Statue. Da sind natürlich viel zu viele Lehrer jetzt gerade. Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. Ah, ach ja? Nun ja, das Zusammenspiel, das Herumfliegen und der goldene Schnatz. Ganz wie im echten Leben, oder? Oh, das nächste Spiel sollte ich wohl genau verfolgen. Da, den haben wir. Wenn ich... Mein Instinkt täuscht mich. Scheiße! Wusste ich's doch, dass hier jemand ist. Versuche es erneut. Die Frage, wenn wir jetzt zurückgesetzt komplett, dass wir die Nummer auch komplett holen müssen? Ja. Rebellion.
So. Cool, jetzt nehme ich den Schrank, den ich meine. Geh da rechts. Wunderbar. Easy. Und eine weitere Hausmarke. Perfekt. Und hier ist die Truhe. Nachtgewand für Träumer. Wir brauchen Alumor auf 2, damit wir hier weitere Schlösser öffnen können. Aber ich habe zumindest mal Schlösser auf 1. So, die nächste befindet sich ja, hat er gesagt, im Badezimmer der Vertrauensschüler. Jetzt hoffe ich, dass ich das ohne Probleme hinkriege. Ich wollte, dass die Lehrer nicht auch nochmal irgendwie schlafen müssen. Zimmer der Vertrauensschüler. Fehlt. So, eigentlich recht easy. Was wir eben auch gemacht haben, wenn wir so lange drehen, bis da unten irgendwas sich bewegt. Und dann müssen wir es halten. Jetzt hier. Warte, hier unten ist es. Müsst du die richtige Stelle finden. Was ist offen? Hier stehen natürlich welche. Warte, nehmen wir die. Vielleicht wären Renrock und seine Bande. So, die interessiert mich. Nee, das lassen wir gerade so alles ein bisschen da sein, wie es ist. Haben wir. Wir halten es gerade komplett alles raus aus der Nummer. Was haben wir hier noch? Hallo, Mura. Goldener Seidenumhang. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Wir halten es, wie gesagt, wir hüpfen jetzt zurück zu Gladwin, weil der, bevor wir auch hier irgendwie, ich bin nicht so erpicht darauf gefunden zu werden von irgendwelchen Leuten. Halt, ich wäre da oben nochmal eine wo ist denn die Kiste genau? Wie reizt das wohl jetzt gerade, die Kiste da mitzunehmen? Ist oben, ne? Gehabt. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carb mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden.
Ja, ich helfe natürlich gerne. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Was bekomme ich denn dafür? Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Wie viele Statuen gibt es überhaupt? Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Ich schaue mich mal um. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. So, schließe Hauptauftrag ab. Auftrag abgeschlossen, der mondbesessene Hausmeister. Und wir erreichen Level 15. Gut, jetzt gucke ich mal, was die nächste Aufgabe uns angeht. Urtekotz Helm. Das machen wir als nächstes. Das ist nämlich die nächste Aufgabe. Weil anders kriegen wir jetzt gerade nicht. Ja, ist jetzt die nächste Hauptmission. Machen wir dann als nächstes. Wie gesagt, ich bin raus für heute. Wir sehen uns wieder und dann geht es in der nächsten Hauptmission weiter.